Ja, hallo Joko. Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5, GTA 5 oder wie man jetzt auch immer dazu sagen mag. Wir sind natürlich in diesem wunderschönen Blickwinkel gerade. Schöne Perspektive. Wobei die hat jetzt gerade so einen komischen Watschel-Entengang. Wir sind im Moment dieser junge Mann hier, Franklin. Moin, moin. Alles klar. Na, wer wird denn gleich wohl ausrasten hier? Gut, dann fangen wir mal an. Machen wir mal weiter. Erstmal gucken, wo waren wir überhaupt? Geht's mit Franklin überhaupt schon weiter? Ich glaube nur an diesem Fragezeichen, wenn mich nicht alles täuscht. Fremde und Freaks. Ja, fahren wir einfach mal hin, ne? Ja, in der letzten Episode hatten wir es ja mit Michael zu tun. Der uns so ein bisschen unter seine Fittiche nehmen will. Na, jetzt hör doch mal auf, Mensch, hier. Immer diese anschlüssige Gewalt. Nimm dir jetzt einfach ein Auto und gut ist. Ja. Aber, genau, da fällt mir nämlich ein. Wie ging das jetzt nochmal mit dieser Musik? Am besten einmal kurz die Einstellungen. Müsst ja hier im Spiel sein. Nein, online. Auch nicht. Einstellungen. So, Audio. Geräusche, Musiklautstärke. Eigentlich will ich ja nur kein Radio. Der Rest ist ja alles in Ordnung. Da, Radio aus, nehmen wir das. Und ansonsten nehmen wir das. Sprachchat, Radio-Lautstärke beibehalten. Ja, Sprache über Lautsprecher an. Ausgabe Lautsprecher, Fernseher, Lautsprecher, Kopfhörer. Natürlich spielen wir mit Kopfhörer, ist ja wohl logisch. Alles klar, so. Musik im Auto ist aus. Dann wollen wir jetzt kannst du wieder einsteigen. So. Hat's funktioniert? Es hat funktioniert, natürlich. Hallo? Wieso kommt die Musik denn doch? Willst du mich vereimern? Nee. Hier. Wie Radiosender. Nein, Mensch. Keiner. So. Und so möchte ich das jetzt beibehalten. Radio aus, immer. Kann man das nicht irgendwo speichern? So, jetzt gut. Oder muss ich das jetzt jedes Mal auswählen? Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich lasse mich überraschen. So. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Kameramodus. Yeah. Einmal Like Hollywood Style. Toll. Also, hat ja auch wirklich viel gebracht. Ist auch wurscht. Oh, siehst du, wow, das meine ich. Also, da so zu fahren ist echt eine Herausforderung. Wow. Ja, echt, Mensch, lass mich hier nicht für lang fahren sehen. Mach nochmal Platz. Egal. Gut. Also, wir als Franklin waren ja erst für Simeon zuständig. Aber da Michael ihn... Oh. Was haben wir hier? Ach, wenn man gerade vom Teufel spricht. Simeon, du warst wie eine Sonne für mich. Angestellter des Monats. Bedeutet dir das gar nichts? Du bist am Arsch, Junge. Na, dann bin ich eben am Arsch. Was willst du denn jetzt von mir? Hopp, geh weiter. Na, jetzt weg mit dem Handy, Mensch. Was soll ich damit? Oh, schön aufs Radar konzentrieren. Na, jetzt fahr doch, Mensch. Ja, ich geb dir gleich Hupen, nur. Ja, ist gut. Tja, also das war's dann endgültig mit Simeon. Der mag uns überhaupt nicht mehr leiden. Ist ja auch kein Wunder, nachdem Michael sich so liebevoll um ihn gekümmert hat. Ja. Wow. Ich glaube, hier hätte man weiterfahren können für einen geilen Stunt. Nö.
jetzt gerade nicht. Keine Lust, keine Zeit, was auch immer. Ah, Lamar! Ey, du misslauniger Wichser, ich geb dir den Bagger, den wir geklaut haben. Steht bei Tantches Hütte. Tantchens Hütte. Ach, jetzt gibt ihr mir das doch? Wieso wir? Ja, ich hab den doch. Das ist ja egal. Natürlich haben wir den geklaut, aber auch nur im Auftrag von Simeon. Huch. Und jetzt gibt ihr mir den wieder. Eieiei. Naja, gut. Gut, jetzt haben wir eben noch ein Motorrad mehr in unserer Sammlung. Ja. Kann sich sehen lassen. Obwohl, ich glaube, so viel mit Motorrad werde ich sowieso hier nicht rumfahren. Aber ist ja auch wurscht. Ist ja wurscht, ja. Na. Frau, lass mich in Ruhe. Geh weg von meinem Auto. Was? Drücke rechts oder benutze die Hupe, um die Prostituierten... Ja, ist klar. Ich will jetzt keine Prostituierte in meinem Auto haben. Kann ich jetzt hier überhaupt langfahren? Warum? Ein Maschendrahtzaun aus... Ja, Stein? Auf jeden Fall lässt er sich nicht umfahren. Das ist ja... Ah, jetzt kommt die Treppe. Ich fahre wieder wie ein Weltmeister. Ist der Busch auch... aus Stahl oder was? Sieht so aus. Ist ja auch wurscht. So, wir fahren, wie es uns beliebt. Alle hupen sie. Nicht, weil sie uns mögen, sondern weil... okay. Wer auch immer das jetzt war, scheint diese nette, gelaunte Dame zu sein. Hallo. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. Show him everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Ja, hör mal, wenn die Frau einsteigt, dann warte doch mal, ne? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Klar. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Gut, also wir müssen jetzt unserem Cousin, nicht Cousin, irgendwie Freund, was auch immer der jetzt ist, helfen. Mit seinem Geschäft, wo er sich ja überhaupt nicht drum kümmert. Weil er lieber ein paar Drogen zu sich nimmt. Ja. Thema Drogen. Wer die vorherigen Let's Plays von mir gesehen hat, ich glaube, das war unter anderem Mafia 2 oder so, der weiß, wie ich dazu stehe. That's whack. Aber hier nochmal die Kurzform. Ich hasse Drogen. Will nichts damit zu tun haben und fertig aus. Komme ich jetzt hier rein oder was? Muss ich hupen? Bringt nichts. Ja, Mama, Platz, Mensch. What's going on? What's wrong? Let's go bring the cha-ching, homie. Ah. So, sein Truck ist das da? Ein Abschleppwagen, ja. Der sieht... das erinnert mich auch wieder an eine Folge von den Simpsons. Sind da auch anstößige kleine Bildchen hinten drauf, so? Nein. Kein Homer Simpson drauf. Alles klar, dann fahren wir mal das Ding. Muss ich jetzt auch noch ein paar Autos abschleppen? Ich nehme la... an. Ich bin doch schon drin. Vehicle 29, come in, this is dispatch. We got an abandoned car at San Andreas Avenue. Yo, we on that like ugly on your mama.
10-9, come again. I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Begib dich zum herrenlosen Auto. Yep, wir müssen jetzt natürlich einen abschleppen. Wo fahr ich denn wieder lang? Ist ja jetzt auch wurscht. Siehst du, hier geht's trotzdem lang. Danke, liebes Navi. Wenigstens einer steht auf meiner Seite. Auch wenn es nicht immer das Navi ist. So. Yeah. Gucken die Hupe hier. Jo. So, Drückekreis. Da, irgendwo da hinten. Gott, ja, ich weiß. Ich muss ja noch ein bisschen fahren, aber wieso wird mir das denn jetzt schon angezeigt? Das bringt ja mal gar nichts. Ach, natürlich, die Musik schon wieder. Ah, hier. Ich muss mir doch noch mal machen. What? Benutze L, um den Kran anzuheben und abzusenken. Ach, da ist das Teil. Hey, Baby. Back it up nice and steady. Okay, ja. We are in, Baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Das war ja bis jetzt so relativ easy. Nicht, dass mich gleich irgendwie... Was, wenn ein Fahrzeug am Haken hängt, kann der Kran nur angehoben werden oder abgesenkt, während der Abschleppwagen steht. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a... So, die ganzen Schilder braucht eh keiner mehr. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Yo, baby. Sugar, sugar. Aw, honey, honey. Oder wie auch immer. Hm. Tja. Auto am Haken. Okay, we make the drop. Mission auch gleich wieder erledigt. They get real finicky when we don't leave it in the right place. In der Lieferzone abstellen. Ja. Oh hell. Okay, you got halte rechts gedrückt, um das Fahrzeug abzusetzen. Ich will doch. Verdammt. Geh die ab hier. Jetzt mach schon ab. I'll see you on the block. So, anything Mann. You need, you holler at me. Wenn ich irgendwas brauche, soll ich mich melden? Abkoppelbonus. Ja, Missionszeit ein bisschen zu lang gebraucht wahrscheinlich, aber ist auch wurscht. Also. Ich wurde die ganze Zeit zugetextet hier von der Ollen. Und einen neuen Kontakt habe ich auch zu Tanya. So, hier, komm her. Yeah, JB's girl. His sales out of minutes, so he asked me to let you know that the job's all done. Na komm, Tanya, jetzt halt die Backen. So. Genau, lauf, lauf um dein Leben. Komm her. hätte mir ja gleich mal jemand sagen können, dass nebenan direkt die Polizeistation ist.
Dann verzieh ich mich lieber. Aber jetzt können wir auch abschleppen. So, aber ich sehe, wir haben auch eine Mission für Michael. Probieren wir das doch einfach mal. Natürlich wieder die falsche Taste. Michael, oh, der hat sogar zwei Missionen. Nehmen wir ihn einfach mal. Wow. Yo, sieht gut aus. Geiler Szenenwechsel. Da haben sich die Leute von 2K mal wirklich was Gutes einfallen lassen. Ach, guck mal hier, der ist ja direkt schon da. Das ist doch perfekt. Was immer das auch... Ach, das ist sein eigenes Haus, glaube ich. Was hört der denn für eine Musik? Oh Gott. Leute, müsst ihr überhaupt immer Musik hören? Schrecklich. So, wo ist mein Tor? Na, hier. So, home sweet home, Michael. Alles klar. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, bei Michael zu Hause, ich weiß. Was machen wir jetzt hier? Anders gefragt. Oh. Hey, man. Eheberatung. Tracy. Yo. Amanda! Amanda! You better not be! Not in my house! Fuck you, Michael! Go away! I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away! No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session. I promise. You are dead, man! Fuck! Dead! Come here! Ah! Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Alles klar. Hinter dem Tennislehrer her, aber zack, zack. Den schnappen wir uns doch. War ja irgendwie fast schon zu erwarten. Oh, so we killing this dude. He'll wish he was dead. Is that a problem? Shit, a dog should shit in another dog's kennel. Exactly. People been shitting. So, in einer Verfolgungsjagd ist alles erlaubt. Wie im Krieg und in der Liebe. Nein, in der Liebe fast alles. Lass mich doch vorbei, du doofes Ding, Mann. Was geht ab hier? Ey, was ist los? Ey, das gibt's doch nicht. Nein. Na toll. Gut, also kriegen wir, tun wir nicht mehr, weil irgend so ein Spasselacken hier direkt vor unserem Auto war und eins einfach nicht vorbeilassen wollte. Dann kriege ich ja wieder Pimpernellen. Aber egal, er weiß ja, wo er wohnt. What? No, no. Cause I like shook your hand and shit, man. No, not anymore. Look, we got rules. Not in the house. Not guys I gotta look in the eye. Or pay for the privilege. Oh, this dude's your employee? Now that's a line you don't cross, man. It's this track here. Hey, he in one of these fucking houses? He left his car. Check it out. Little bricks up there, look. Oh, shit. Cole's doing all right for himself. Hey, asshole! Oh. You ran off before we could settle our debts! Michael, fuck! You got the wrong idea, man! Banging married women's a hobby, not a fucking profession! Tja, es ist nie das, wonach es aussieht. Nein, nie. Wonach sah es denn sonst aus? Übungen? In the back of the Bett? Truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that brick pulled my marriage down. Was? Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I
told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Tja. Leg dich am besten nicht mit Michael an. Lernen wir jetzt direkt da draus. Halte R2 gedrückt, um zu beschleunigen. Natürlich. Come on, man. Do it to him. Yes, komm schon. Tja, ich glaube, die Hütte hätte er besser woanders gebaut. So, viel fehlt nicht mehr. Und dann ist das Ding endlich weg. Jetzt. Komm schon. Ja. Tja, die Edelhütte ist weder Edel noch Hütte. Es ist eine Ruine. Whoa, man. Fuck him. And fuck his deck. Hey, homie. I think you put a little more than a deck down. That's a foolish man who builds his house on sand, baby. Hey, man, I don't think my boy Matthew was thinking trucks when he wrote that shit. Tja, wer war jetzt die Frau im Hintergrund? War das jetzt seine Frau oder war das seine Tochter? Ich habe keine Ahnung. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone. You! You're a dead man! Green light! Green light! Marty Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Whoa! Oh, Martin? Martin Madrazo? That's what she said. Martin Madrazo? Kingpin, homie. Man, you better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Chill out. That coach should be doing the Klar. Russian broad. Chick needs to chill the fuck out. Dead man. Dead man. But you did just pull her life apart, homie. Yeah, I guess I did. All the more reason for Coach to show her a good time. Man, your ass is crazy. You like a sailor on shore leave making up for lost time. Shit, we got some heavies on us, homie. Uh-oh. Are you kidding me? Kid, can you do something? I'll try, man. Try! Alright. Oh, man. Ain't you pumping? Shit! Yo! Das hat ja echt sehr gut geklappt. Ja, was machen wir jetzt? Ja, jetzt liegen wir auf dem Rücken. Nein, nicht zum Baum. Was geht ab hier? Und jetzt fahr einfach weg. Fahr. What the hell? Wow. How much distance we got between us? We got a book, man. Go! Where are we on this? Wo sind die denn jetzt? Ach, hinter uns. If these are Mark Madrazo's boys, man, it's a lot more where they came from! Verdammt! Hey, let's go! Let's leave them behind! Na, wie fährt er denn? Come on, kid! Na, den krieg ich jetzt. Komm schon. Was? Oh. Ja. Franklin ist tot. Ja.